Ja, hallo, heute hier vom Götz aus der Silver Hills Subdivision in Talamban. Und heute will ich euch erklären, warum so viele Männer in Asien in Schwierigkeiten geraten, insbesondere finanziell. Der erste Grund ist uns allen klar, die Frauen. Ja, man könnte es verallgemeinernd behaupten, es dreht sich alles um die Frauen. Die schicken Girlie Bars und die vielen erotischen Massagen sind eine tödliche Kombination für deinen Geldbeutel. Und wer noch nie ein asiatisches Vergnügungsviertel für Männer, sprich eine Walking Street, besucht hat, egal ob jetzt hier in Angeles in den Philippinen oder in Bangkok, Pattaya oder wer weiß wo in Amsterdam, überall auf der Welt, der weiß halt einfach nicht, wie überwältigend das Angebot an Frauen dort ist. Es ist so groß, dass es schwierig ist, den Überblick zu behalten. Es gibt unzählige Auswahlmöglichkeiten und man kann sogar zwischen den Mädels wählen. Moralisch ist das natürlich fragwürdig, aber eben verlockend. Und selbst ältere oder wenig attraktive Männer haben eben in diesen Walking Streets eine riesige Auswahl an Frauen. Es ist einfach verführerisch und führt nicht nur den Körper, sondern auch den Geldbeutel in Versuchung. Und der leert sich entsprechend schnell. Also Leute, ihr habt die Möglichkeit, schnell mit einer Frau dort anzubandeln, wie es eben oft in Asien dann passiert. Ihr könnt sogar gerade in ärmeren Ländern wie eben Thailand oder den Philippinen mit ihr direkt zusammenziehen, wenn ihr wollt. Aber bitte täuscht euch nicht, denn ihr werdet nur ihr Traummann sein, wenn ihr ein dickeres Portemonnaie habt. Denn gerade in eben diesen Rotlichtviertel berufen, auch insbesondere in den asiatischen Ländern, ist es eben üblich und naja, Teil des unbewusst geschlossenen Vertrages, dass ihr die Frau finanziell absichert. Und wenn ihr sie finanziell abgesichert habt, dann wird sie auch wiederum ihre Familie unterstützen. Und das kostet dann auch wieder ein bisschen mehr. Das Problem daran ist, wenn ihr nicht in der Lage seid, Nein zu sagen, werdet ihr ganz schnell pleite gehen. Weil jedes Mal, wenn ihr um Geld gebeten werdet, geht euer Portemonnaie auf. Wenn ihr also immer Ja sagt, dann wird es immer schwerer, Nein zu sagen. Und dann habt ihr es auch immer schwerer, einmal auf Wiedersehen zu sagen. Also passt auf euer Geld auf, sonst ist der Traum schneller vorbei, als ihr Asien sagen könnt. Nun aber zurück zur Verführung. In den Philippinen, ach eigentlich überall auf der Welt, könnt ihr diese speziellen Happy Ending Massagen bekommen. Wobei aber auch normale Massagen fantastisch sind. Aber es ist hier eben viel billiger als zum Beispiel in Amsterdam, Las Vegas oder wo immer ihr lebt. Denn für umgerechnet 10 Dollar, 20 Dollar bekommt man hier eine 2-Stunden-Massage. Wenn ihr jetzt bedenkt, in Deutschland kostet eine Stunde allein schon 50 Euro mindestens. Ja, das ist Wahnsinn, ne? Und gerade das Angebot in den ärmeren Ländern ist eben so groß, dass man schnell in Versuchung gerät, die Damen in Anspruch zu nehmen. Und die Damen in Anspruch nehmen kann eben den Geldbeutel dann immens belasten. Ja, der zweite Grund, warum man pleite geht, ist ganz einfach die eigene Faulheit. Es ist einfach zu verlockend, den ganzen Tag am Strand zu liegen und nichts zu tun. Besonders, wenn es so warm ist. Aber genau das kann auch zu einem großen Problem werden, denn du neigst dann dazu, dich den Gegebenheiten anzupassen und alles sehr locker zu nehmen. Ist ja auch das Schöne an Asien. Man kann wirklich entspannen und sich treiben lassen. Aber wenn du ständig faul nur am Strand herumliegst und nichts tust, das wird auch schnell langweilig. Und wenn du dann eben auch noch eine Freundin dabei hast, dann wird das wieder teuer. Denn deine Freundin möchte auch unterhalten werden und beschäftigt werden. Und das kostet dein Geld. Also ganz klar, wenn du das pulsierende Leben hier in Asien genießen möchtest, dann musst du bereit sein, Geld auszugeben. Das Leben spielt sich hier eben auf der Straße ab. Nicht wie bei uns eigentlich zu Hause, wo du selbst kochst und fernsiehst. Hier gehst du raus, um das Leben zu spüren. Und wenn du Durst hast, gehst du in eine Bar und genießt einen Drink. Und anstatt zu kochen, geht man eben hier in einen Food Court oder in ein Straßenrestaurant. Ist ja auch ganz billig, so für 2-3 Euro. Wenn man das dann zu zweit oder zu dritt macht, dann sind das schon 7-8 Euro. Und wenn man das dreimal am Tag macht,
dann sind mal eben 20, 25, 30 Euro oder auch mehr pro Tag weg. Du siehst, dieses faule Nichtstun führt natürlich dann auch dazu, dass du dich in eine gewisse Komfortzone einrichtest und wenig Ambitionen hast, dich weiterzuentwickeln, sei es beruflich oder persönlich, dir neue Ziele zu setzen. Stattdessen genießt du einfach dieses süße Nichtstun, lässt dich von den Reizen Asiens ablenken. Ja, für einen Urlaub mag das funktionieren, aber auf Dauer führt das zu einem sehr ungesunden Lebensstil, der sich auch sehr negativ auf deine eigene Zukunft, insbesondere die finanzielle, auswirken wird. Und deswegen ist es sehr wichtig, eine gesunde Balance zwischen Entspannung und täglicher Arbeit zu finden und auch den persönlichen Willen zu haben, sich eben vielleicht beruflich weiterzuentwickeln oder ja anderweitig. Es ist einfach wichtig, dass du erkennst, ein faules sich dahintreiben lassen ist nirgendwo auf der Welt nachhaltig und du wirst irgendwann wieder in die Realität zurückkehren müssen. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen täglicher Arbeit und Freizeit zu finden, um langfristig erfolgreich zu sein. Es ist auch wichtig, sich bewusst zu sein, dass die Freuden und Freiheiten, die du hier in Asien, Philippinen oder egal wo auf der Welt genießt, eben mit einem hohen Preis verbunden sind. Und irgendwann musst du dafür bezahlen. Es ist also wichtig, sich Ziele im Leben zu setzen und eine klare Vorstellung zu haben, was du im Leben erreichen möchtest. Nur so kannst du dir ein erfülltes und glückliches Leben ja leisten, unabhängig davon, wo du dich befindest. Ja, der dritte Grund, warum Männer scheitern, ist einfach finanzielle Kompetenz. Es ist wichtig, dass du eine finanzielle Kompetenz und einen strukturierten Plan für Ausgaben hast, um eben nicht pleite zu gehen. Viele Männer, die hier nach Asien kommen, haben oft keinen finanziellen Background oder sie haben einfach nicht gelernt, wie man mit Geld umgeht. Aber wenn du es im Heimatland schon nicht geschafft hast, deine Finanzen im Griff zu haben, um ein erfolgreiches Leben führen zu können, wie willst du das im Ausland machen? Wie willst du das hier im Ausland besser kontrollieren? Daher wirst du unweigerlich auch in Asien oder über auf der Welt eben pleite gehen. Ich hatte vor Jahren mal einen Australier kennengelernt in der Ayala Mall. Der war auch so Mitte 50. Der hat mir damals in der Ayala Mall einfach so mal seine Geschichte erzählt. Wie viele ältere Auswanderer hatte er geerbt. Ziemlich große Summe, Haus mit Grundstück halt. Ist mir ja auch so gegangen im Grunde. Und das hat er für gut eine halbe Million australische Dollar verkaufen können. Und hat sich entschlossen, mit Mitte 50 wandert er auf die Philippinen aus. Da hat er eben eine Frau kennengelernt, natürlich in einer Bar. Verliebt sich. Und zieht dann natürlich auch schnell mit ihr zusammen. Und nach einer Zeit sagte seine Freundin eben, nur ein Kondo ist wirklich gut zum Leben. Und gutgläubig und verliebt, wie er mal war, kaufte er das Kondo natürlich auf den Namen der Freundin. So war dann der größere Teil des Geldes schon mal weg. Und nicht zu vergessen, seine Freundin wollte natürlich auch immer Unterstützung für Familie. Und die beiden sind viel verreist und shoppen gegangen, weil er hatte ja nichts zu tun. Nur mal, um euch das vorzustellen, der Mann hat es geschafft, innerhalb von knapp 3 Jahren 200.000 australische Dollar auszugeben. Und das ging natürlich auch so weiter, bis ihm dann eines Tages bewusst wurde, dass er nur noch 20.000 Dollar seiner ehemaligen halben Million übrig hatte. Dann gab es den üblichen Zoff mit seiner inzwischen Frau. Die war halt nicht davon angetan, pleite zu sein. Und am Ende hat er gar nichts von dieser Beziehung behalten. Weder Haus, noch Freundin, noch irgendwann. Ich habe dann auch keinen Kontakt mehr zu diesem Mann haben wollen, weil ja, Loser sind jetzt nicht wirklich das, was ich suche. Und er hat halt einfach versucht, mit den verbliebenen 20.000 Dollar sein Leben hier in den Philippinen zu bestreiten. Ob das gut gegangen ist, weiß ich nicht. Aber ich finde, es ist immer wieder erschreckend, dass diese Leute erst aufwachen, wenn es schon viel zu spät ist. Ich frage mich immer, ob es bei manchen Menschen nicht einfach Klick macht, wenn die Hälfte ihres Geldes nach nur 2 Jahren weg ist. Ich selbst habe 8 Jahre von meinen Ersparnissen in den Philippinen gelebt und mir ging es hier auch ganz gut und plötzlich kommt Covid.
Meine Sicherheiten in Aktien und Krypto waren über Nacht nur noch die Hälfte wert. Da habe ich dann auch erstmal überlegt, wie es weitergehen kann und mir im Ergebnis einen Job gesucht, YouTube angefangen. Und der fängt jetzt langsam auch an, Geld zu verdienen. Aber ich muss eben wieder arbeiten, um zu leben. Hätte, hätte Fahrradkette ich das doch bloß vor 10 Jahren vorhergesehen. Also ihr seht, es gibt immer unvorhergesehene Sachen, auf die man einfach nicht vorbereitet ist. Ja, der vorletzte und vierte Grund, du rennst immer noch einem Jugendtraum hinterher. Dein Leben ist einfach nicht so, wie du dir das erträumt hast. Du bist jetzt über 50, sogar schon vielleicht 60 oder älter und immer noch oder wieder alleine. Du erinnerst dich gern an deine junge, wilde Zeit mit den Mädchen, dem Spaß und dem unbesorgten Leben. Das möchtest du jetzt auf deine alten Tage noch einmal erleben. Doch jetzt im Land deiner Träume ist es plötzlich schwer, diese Erfahrungen zu wiederholen. Du sprichst möglicherweise nicht die Sprache der Menschen um dich herum und kannst dich nicht anpassen, um dich in ihre Kultur und Bedürfnisse einzufügen. Dann ist es halt frustrierend, nicht in der Lage zu sein, die Aufmerksamkeit einer potenziellen Partnerin zu erlangen und sich in einer Beziehung niederzulassen. Aber eine neue Sprache lernen ist gerade im Alter schwieriger und dauert viel länger als noch in der Schule, damals, als alles so leicht und unbekümmert war. Und wenn du dann eine junge wilde Maus haben möchtest, die ein modernes Leben führen will, das wird oft scheitern. Du hoffst auf bessere Lebensqualität, eine Chance, die letzten Jahre deines Lebens zu genießen, aber du übersiehst, dass du mit zunehmendem Alter weniger flexibel und anpassungsfähig geworden bist. Du hast jahrzehntelang auf eine bestimmte Art und Weise gelebt und es kann jetzt schwierig sein, diese Gegebenheiten und Gewohnheiten zu ändern. Du findest es vielleicht einfach schwer, dich an neue Lebensstile und kulturelle Normen anzupassen. Und sehr wahrscheinlich kämpfst du auch mit den körperlichen Beschwerden des Alters. Der Stress der Auswanderung und die Anpassung an neue Umstände, wie zum Beispiel das Klima, können dann zusätzlich dein Immunsystem schwächen und zu weiteren gesundheitlichen Problemen führen. Und wenn du dann noch abseits der Großstadt ländlich oder am Strand leben willst, kannst du Schwierigkeiten haben, eine angemessene medizinische Versorgung zu finden. Also auch ein Grund mehr eben aufzupassen und vorzusorgen. Und der fünfte Grund, warum die meisten Männer pleite geben, nein, ist ein Zauberwort. Bist du ein Ja-Sager, dann musst du nicht überlegen, warum es dir im Leben schwerfällt. Denn wenn du zu gutmütig bist und nicht den Mut hast, auch mal Nein zu sagen oder Schluss zu machen, wie willst du unangenehme Situationen vermeiden? Gehörst du zu den Menschen, die immer nur zustimmen und keine klare Haltung haben und willst auch deshalb auswandern? Wieso denkst du, dass es anderswo auf der Welt besser ist? Wer sich nicht die Zeit nimmt, insbesondere einen Partner richtig kennenzulernen und stattdessen denkt, dass sein Geld ausreicht, um eine tolle Frau zu finden, das funktioniert nicht. Auch wenn es hart klingt, aber wenn man in den Philippinen oder in Asien ein Ja-Sager ist und auch noch gutgläubig, besteht eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass man schneller als man möchte pleite geht. Man muss immer daran denken, dass die Frauen in über 90% aller Fälle nicht mit einem zusammen sind, weil man der Traummann oder Prinz ist, auf den sie ewig gewartet haben, sondern weil man einen gut gefüllten Geldbeutel hat. Überall auf der Welt werdet ihr es aber finden, dass es eine gewisse Form von Liebe ist, wenn man der Frau finanzielle Sicherheit gibt. Die Frau mag dich vielleicht sogar ein Stück weit lieben, weil du dafür sorgst, dass es ihr gut geht und meistens auch ihrer Familie. Wenn du dann aber ständig und zu allem Ja sagst, aus Angst, deine Freundin zu verlieren, werden ihre Forderungen mit der Zeit immer größer. Da stirbt dann der Wasserbüffel, mit dem der Acker gepflügt wurde, oder jemand in der Familie ist schwer krank geworden und die Krankenhausrechnung muss doch bezahlt werden. Und wenn man in Asien dann sogar eine Freundin mit Kindern hat, dann ist doch klar, wer für die Familie sorgen wird. Und wenn schon die Kinder von vornherein akzeptiert wurden, warum nicht auch andere Familienmitglieder? Und Mutter oder Tante oder eine der vielen Cousinen können auch als Maid in eurem Haus helfen. Gegen etwas Bezahlung, versteht sich. Und wenn man da eben nicht bereit ist, Nein zu sagen und stattdessen zu allem nur Ja und Amen, wird das schnell sehr teuer.
Also, wenn du im Leben nicht gelernt hast, Nein zu sagen, dann musst du dich nicht wundern, dass dein Leben unglücklich ist. Und in ein anderes Land auswandern ist dann nicht die Lösung für dein Problem. Wie also schafft man es, auszuwandern, ohne zu scheitern? Wer auswandern will und in einem anderen Land der Welt glücklich werden will, der braucht einen vernünftigen Plan. Und zusätzlich noch einen Plan B und C für den Fall, dass ihr scheitert. Denn man kann nie dumm genug denken. Der Plan sollte nicht nur eine Krankenversicherung und ein monatliches Budget beinhalten, sondern ihr solltet auch Erfahrungswerte haben. Ihr solltet schon ein paar Mal in das Land eurer Träume gereist sein, besser auch in verschiedene Länder, um mehr Erfahrungen und Eindrücke zu kriegen. Und natürlich nicht nur für ein paar kurze Urlaubswochen, sondern dann auch schon mal für ein paar Monate, für eine Testphase 3 bis 6 Monate. Und dabei solltet ihr möglichst alle Ecken des Landes kennenlernen, insbesondere die abseits der Touristengebiete. Außerdem solltest du natürlich finanziell abgesichert sein. Und es ist deswegen empfehlenswert, sich zusätzliche Einkommensquellen zu erschließen, wie zum Beispiel Einkommen aus Online-Arbeit, Dividenden, Verpachtung, Vermietung. Denn Ersparnisse richtig angelegt erweisen sich manchmal über Nacht als falsch angelegt. Dann ist es zu spät. Bestes Beispiel bin ich selbst. Es ist auch wichtig, sich einen strukturierten Tagesablauf anzueignen und eine Tätigkeit oder ein Hobby, zum Beispiel Sport, auszuüben, das einem Freude bereitet und vor allem auch Freundschaften im fremden Land ermöglicht. Und wenn ihr es schafft, vielleicht sogar zusätzliches Einkommen generiert. Es ist ratsam, Aktivitäten zu planen, bei denen gerade du als Mann Frauen aus einem normalen Leben mit einem normalen Job kennenlernen kannst. Natürlich ist es möglich, eine Beziehung mit einem Bargirl oder einer privaten Masseuse mit Happy End zu führen, aber das ist, wenn wir ehrlich sind, eher selten. Daher ist es empfehlenswert, Frauen kennenzulernen, die einen normalen Beruf ausüben. Und wenn du dich jetzt fragst, wie man das macht, dann schau einfach mein nächstes Video, Frauen richtig kennenlernen. Nee, das ist jetzt ein Witz. Also es gibt genug Möglichkeiten, gerade in den Philippinen Frauen eben kennenzulernen. Denn hier sprechen die Menschen Englisch. Daher gibt es kaum Probleme, sich zu verständigen. Eine einfache Möglichkeit ist, jemanden im Food Court zu finden. Das Mädchen, das hinter der Theke bedient. Wenn du das Mädel öfter siehst und sie gefällt dir, lade sie einfach mal zu einem Date ein und bemühe dich, sie kennenzulernen, indem ihr dann öfter ausgeht. Es ist ratsam, nicht gleich ins Bett zu springen, wie es bei anderen Damen oder Bekanntschaften oft der Fall ist, sondern sich vorher kennenzulernen, zum Beispiel durch einen Kinobesuch oder Ähnliches. Und Geld solltet ihr lieber in der ersten Zeit nicht ansprechen und vor allem macht nicht den Fehler, eure Liebste auf Händen zu tragen und nach Strich und Faden zu verwöhnen. Denn schon seid ihr wieder in der Spirale des Geldausgebens gefangen. Fahrt mit ihr Jeepney oder Bus, um ins Restaurant zu kommen. Nehmt nicht das Taxi. Geht in eine Straßenküche oder den Food Court essen, anstatt ins teure Restaurant. So erkennt eure spätere Freundin, dass ihr nicht mit Geld um euch werft und verlässt euch von alleine, wenn sie ein Golddigger sein sollte. Und auch wenn ihr schon länger dann zusammenlebt, ist es besser, nicht preiszugeben, wie viel Geld ihr habt. Sagt einfach, wie viel ihr im Monat zur Verfügung habt und wie bei einem Job mit monatlicher Gehaltszahlung, wie viel ihr bereit seid, eben davon auszugeben. Fragt sie, ob sie damit zurechtkommt. Wenn sie ja, bleibt zusammen. Und vorhin habe ich ja gesagt, wie wichtig das Wort Nein ist. Ihr werdet nämlich merken, dass eine Frau auch glücklich sein wird, wenn ihr bereit seid, Kompromisse einzugehen. Sie lernt, ihre Erwartungen herunterzuschrauben, sollte es um ihre Familie oder andere Dinge gehen. Wie gesagt, wenn sie es mit dir nicht ernst meint, wird sie dich schon von ganz alleine verlassen. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass es eben doch kulturelle Unterschiede gibt. Besonders, wenn es darum geht, die Familie zu unterstützen. Ab und zu kleine Geschenke oder eine finanzielle Unterstützung. Das wird helfen, deine Freundin zu beruhigen und ihr zu zeigen, dass du dich nicht ausschließlich um sie kümmerst. Es ist wichtig, dass ihr beide eure Verpflichtungen respektiert und zeigt, dass ihr beide verantwortungsbewusste Partner seid. Ja, ich hoffe, mit dem Video konnte ich euch ein bisschen Tipps und Hilfe geben, dass ihr als Auswanderer eben nicht scheitert. Und wie gesagt, lasst eure Fragen und Kommentare unter dem Video. Ein Like wäre nett, ein Abo noch besser. Und wir sehen uns in den kommenden Videos. Bye, bye.